Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Oberzockt Minecraft Feed the Beast Infinity. Ja, unser Quarry fördert hier ordentlich Zeugs. Komischerweise immer, wenn man das Spiel gerade nur startet, dann ruckelt's. Wir wollen heute nochmal ein bisschen Lagersystem basteln. Nein. Hätte ich gerne so eine hier. Zwei Diamanten und ein Glas. Diamanten haben wir ja. Jetzt muss ich suchen gehen. Glas hatten wir. Dort auf jeden Fall nicht. Dort auch nicht. Mist, war man hier rein? Hier da. Dort ist das Glas. Ne, ein Glas braucht man, ne? Genau, ein Glas. Und zwei Dias. Na, irgendwie ist es noch ein bisschen hakel und ruckelig hier. So, genau, die Diamantpipe wollten wir haben, die Silver Chest wollten wir haben. Die Silver Chest schmeiße ich jetzt am besten, ja, dort dran. Holen wir uns hier noch so eine. Oder können wir die irgendwie noch anders hier unterkriegen? Da kriegen wir nur einen raus. Ne, basteln wir hier in die Mitte rein. Indem wir... Zack. Wir tauschen diese hier aus. Und setzen eine noch dort unten. Und eine noch hier oben. Dann bräuchten wir am besten nochmal so eine Handsäge. Okay. Scheint es hier nicht zu geben. Ah, doch, hier. Brauchen wir ein bisschen Steine für. Und ein Flint. Für die Sachen, die ich vorbereite. Das. So, hat man hier noch ein paar Steine? Ne, hat man nicht mehr. Bin der Meinung, wir hatten aber irgendwo noch ein paar gebrannte Steine. Oder haben wir die alle? Holz. Ne, die haben alle so Wicks gemacht, ne? Gut, dann nehmen wir halt. Oder auch nicht. Achso, da reicht auch ein Sticky. Ja, die haben wir. Stickies haben wir. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch komplett mit Stickies. Nein, funktioniert es natürlich nicht. Achso, ja. Okay. Also wir brauchen doch. Wir brauchen ein paar Stonewards. Die wir nirgendwo mehr haben. Richtig? Richtig. So, dann geben wir mal hier ein bisschen davon. Das alles raus. Cobblestone rein. Nimmt er natürlich. Doch, jetzt nimmt das. Gut, dann haben wir dort den. Ein paar Stonewards brauchen wir dementsprechend. Die waren so, ne? Das sind Stone Toolwards. Ja, sind aber die gleichen anscheinend.
So, also du dahin, du dahin und du dorthin. Jawohl. So, dann nehmen wir hier uns einen so ein. Einmal in die Mitte durch. Nochmal in der Mitte durch. Nochmal in der Mitte durch. Geht sie nochmal? Nein, geht nicht nochmal. Gut, so, die klatschen wir jetzt hier an den Seiten ran. Geht nicht? Oder wie? Dort gehen sie vor. Da gehen sie auch hin. Sag bloß, sie gehen mittlerweile nicht mehr. Sie nicht mehr Cyberblock. So geht. Nein, so nicht. So macht er das. Aber jetzt kriege ich da die. Ah. Okay, dann hat sich das schon erledigt. Dann machen wir, versuchen wir es trotzdem. So haben wir schwarz und rot. Wir haben jetzt hier Eisen, Zinn, Uran, Yellow White, Ferrus, Cinnabar, Blei, Silber, Gold. Blei haben wir schon. Silber hatten wir auch schon. Kohle. Eisen hatten wir schon, Kohle, Yellowite, das hatten wir, Iron Ore, Lead Ore. Das haben wir schon alles, dann brauchen wir noch. Nein, da nicht. Nein, da auch nicht. Redstone, Diamanten. Certus Quarz. Lapis. So, jetzt haben wir hier 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Müsste passen, wenn das hier oben funktioniert. Also, rot. Dann gucken wir mal, dass wir bei, ups, bei rot mehr oder weniger alles reinbekommen, was so mit Erzen zu tun hat hier. Mal mit Ors. Das geht. Und nach unten haben wir schwarz. Dann nehmen wir das, das, das. Weil theoretisch sollte das Zeug nicht rausfallen, weil in den Barrels mehr oder weniger so 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Genau, theoretisch sollte es nicht rausfallen. Ups. Weil wir es ja alles, weil die Dings ist ja voll da. Hoffentlich. Na, schauen wir mal, ob das funktioniert. Gut, so. Nächster Punkt wäre, ich hätte gerne noch ein paar Hopper. Und zwar für die. Was ist denn das hier? Ein Chute. Natura Hopper. Sind die größer? Also wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein paar Kisten. Das ist Fakt. Davon hatten wir aber, glaube ich, noch ein paar gehabt. Irgendwo hier. Und Eisen hatten wir. Auch eine ganze Menge gehabt. Nein, vergiss nicht. Na, komm schon. Komm her. So, haben wir 13 Hopper. Und was ist ein Shoot?
Der will da noch einen Stone-G dabei haben. Wollen wir dem mal einen Stone-G geben? Ich weiß nicht, was das bringt. Oh ne, nicht die Kiste, sondern das Eisen. Haben wir zufällig noch einen Stone-G? Oder auch zwei, oder drei, oder vier, oder fünf, oder ganz viele. Woodgear. Pass auf, dann machen wir uns hier mal eine Menge von diesen Stone Gears. Zack. Zack. 1, 2, 3, 4. Zack, zack, zack. Ein Stack davon. Nein, dahin. Ein Stack davon. Shoot. Was auch immer es bringt. Schauen wir mal. So, das kann wir da rein, das kann wir da rein. Nicht mehr hell draußen. Dann gehen wir mal eine Runde pennen. Und zwar zack. Ah, das mit dem Husten ist noch Wahnsinn. Achso, nee. Vorher müssen wir nochmal hier hin. Und zwar schmeißen wir jetzt den Quarry und unsere Baumfarm wieder an. Dann bräuchten wir wahrscheinlich noch ein paar Upgrades. So, einmal da. Kommen wir ja nicht noch hoch. Ne, genau, den anderen haben wir abgerissen. So, warte mal, hier war jetzt alles bis auf Dings draußen, ne? Genau, bis auf die Setzlinge waren alles draußen. Ja, jetzt komme ich natürlich hier nicht rein, da wo ich hin möchte. Ich würde nämlich gerne die Hopper auf die auf den Planter setzen, dass wir da noch mehr oder weniger so ein bisschen mehr Puffer haben. Und ich glaube, die Chutes, die verbinden sich sogar zur Seite hin. Achso. Jetzt müssen wir nur mal kurz warten, bis hier ein bisschen Holz abgearbeitet ist. Oder mehr oder weniger Blätter, dass wir da unten reinkommen. Hier scheint es ziemlich voll zu sein. Und es ist immer noch kein Upgrade drin. Kommen wir hier an der Seite schon rein. Irgendwie. Hier lang? Ne, da ist auch dicht. Da ist auch dicht, da ist auch dicht. Ne, kommen wir nirgends voran. Das wird nichts. Das wird nichts. Dann müssen wir tatsächlich darauf warten, dass der hier ein bisschen abfarmt erstmal. Und was haben wir hier noch Schönes? Ach, genau, die Saphire und sowas, die müssen ja auch noch alle da rein. Das ganze Eisen, Cobblestone, alles, was hier so rumläuft. Und dann sollten wir auch schon ziemlich bald durch werden oder durch sein dann. Komm schon, lass mich hier rein. Wir können es auch einfach durchbasteln, ne? Hier so ungefähr in die Richtung müsste der Planter sein eigentlich. Irgendwo hier. Haben wir den nicht eingebaut oder haben wir den nicht eingebaut? Hier ist er nicht. Nee, ich glaube, nochmal freigelassen. Da ist auch nicht. Pass auf, wir arbeiten uns hier nochmal durch. Da ist der Harvester. Das heißt, hier auf der Linie müsste der Planter irgendwo sein. Da ist er doch.
Verbindet sich zur Seite hin nicht. Schade. Ah! Schade, schade. Ja, jetzt kommen wir auch durch. So, dann hätte ich nämlich jetzt gerne hier oben. Eine Leiter am besten raus, irgendwie. Am besten hier hoch. Dirt. Und eine Leiter. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie macht man nochmal eine Leiter? Mit Stickies, ne? Waren die so? Jawohl. Komm, gib mir gleich mal ein paar mehr. Dann haben wir wenigstens welche. So. Plop. Dann würde ich gerne hier rauskommen und hier ein wenig rübergehen. Das so funktioniert, weiß ich nicht, aber das werden wir sehen. So, haben wir hier einen Hopper. Und da können wir jetzt den ganzen Scheiß reinschmeißen. So. Nehmen wir ruhig mal hier eine ordentliche Menge mit. Und befüllen die zum ersten Mal nochmal hier so richtig von Hand. Das rein. Na. Der kann rein. Hier kann. Oh nein, keine Steine. Also es scheint, dass die schneller sind mit Ausladen. Das ist natürlich vorteilhaft. Den hatten wir. Kommst du nochmal voll? Du nochmal voll. So, wie kommen wir jetzt wieder raus? Die Richtung. So, hier nochmal rein. Vielleicht vorher nochmal. Ne, keine Leiter setzen, sondern zwei Äpfel essen. Oder auch drei. Jetzt müssten wir doch theoretisch den ganzen anderen Kram hier alles mitbekommen. Kriegen wir nicht. Wir bleiben immer noch drei übrig. Verdammt. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier nochmal rankommen. Der ist schon wieder leer. Machen wir den voll, den voll. Den voll, jetzt habe ich noch einen Schluck auf. Das gibt's doch nicht. Der kann auch voll. Wie viel passt denn heute noch rein? War das Ding so leer gefuttert? Warte mal, jetzt müssen wir mal hier unten reingucken. Der Hopper ist voll. Der Planter ist auch voll. Der ist voll, der ist voll, der ist voll, der ist voll, der ist noch leer. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier schnellstmöglich rauskommen, weil irgendwie ruckelt es heute ein bisschen. So, und dann haben wir das Haus hier komplett leer. Ne, du willst mit der Spitzhacke abgebaut werden? Gut. Zack. So. Haus ist leer. Oh. Mann.
Einmal wieder voll machen. So, ihr seid jetzt alle komplett voll. Jawohl. Alle voll, perfekt. Haben wir das auch erledigt? Also, jetzt brauchen wir natürlich erstmal hier die restlichen Setzlinge rein. Das restliche Dirt da rein. Holz war die hier. Jawohl, das war Holz. Da kann das rein. Hier, nee, hier hatten wir den Rest davon. Da kann der mit rein, die Leiter mit rein, die Kiste mit rein. Und wie man sieht, das funktioniert hier wunderbar. Bis halt auf das blaue Zeug. Das war, was waren das? Das hier, ne? Elektroline und Rubis waren auch nicht, drin. So, das muss da noch rein und das muss da noch rein. Dann sollte das auch passen. Oh nein, das kommt da nicht rein, das kam hier mit rein. So, dann können wir nochmal die, oha. Machen wir hier nochmal die eine Kiste voll. Weil jetzt geht die Holzproduktion echt gut ab hier. Hier ist zwar noch ein bisschen was drin, da haben wir jetzt halbwegs, was war das? Halbwegs leer gemacht. Die Kiste hier war ja schon voll. Dann kommt jetzt den ganzen anderen Kram. Machen wir hiermit voll. Die hat man ja ausgebaut auf 3, das sollte auch passen. Dann sollten wir die ja auch relativ zügig da reinbekommen. Und vielleicht sollten wir dann hierfür nochmal ein Upgrade bauen. Genau, machen wir das so. Machen wir in der nächsten Folge nochmal ein paar Upgrades für die Barrel. Und bauen noch ein, wie heißt es denn? Bauen noch den Meteoritenkompass, genau. Und werden dann nächste oder übernächste Folge zusehen, dass wir dann im Timelapse die Meteoriten finden und dann machen wir uns ans ME-System. Habe ich die Tür zugemacht eigentlich? Natürlich nicht. Genau, so, das ist so der Ausblick für die nächsten Folgen. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich war der Opa und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal!